Es ist Freitag, der 2. Februar und wir sind natürlich wieder live um 13 Uhr bei Factorio. Friday Facts 396, Soundverbesserung in 2.0. Willkommen zurück zu den Friday Facts 396, Soundverbesserung in 2.0. Okay, also diesmal eine technische Sache bezüglich der Sounds, die ich, wie ich finde, persönlich, die Factorio-Sounds gefallen mir eigentlich. Deswegen, ich bin gespannt, in welcher Hinsicht es sich ändern wird. Funktionierende Klangkadenzen oder wie auch immer das man aussprechen mag. Der Ton, den eine Identität erzeugt, wenn sie aktiv ist, ist normalerweise ein einzelner, sich wiederholender Hauptton. Einige Entitäten verfügen möglicherweise über Töne, die abgespielt werden, wenn sie aktiv werden oder wenn sie aufhören zu arbeiten und in den Leerlauf gehen. Zum Beispiel bei Schmelzen, wenn was reinkommt und die Schmelze geht an, dann habt ihr diesen Schmelz-Sound und sobald natürlich der Vorgang fertig ist und es ist nichts mehr da, ist der Sound aus. Darüber hinaus gibt es mehrere Eigenschaften und Modifikatoren, mit denen sich Arbeitsgeräusche etwas besser steuern lassen. Aber man kann mit einem einzelnen Looping-Sound nur dann kreativ viel erreichen, wenn er in allen Situationen funktionieren muss. Die Möglichkeit, die Geräusche einer Maschine mit ihrer Animation zu synchronisieren, stand ganz oben auf der Liste der gewünschten Audiofunktionen. Was ich mir ausgedacht habe, war das Konzept des Klang-Pack. Ich habe keine Ahnung. Kürzere Sounds, die in einem bestimmten Frame einer bestimmten Animation abgespielt werden. Ursprünglich hatte ich erwartet, dass eine Maschine zwei oder drei Klanggeräusche erhalten würde, um ihren Hauptklang zu ergänzen und das war's. Aber Ian hatte andere Ideen. Beginnen mit der Gießerei gibt es neben dem Hauptsound 12 Sound-Akzente. Ich glaube Akzente soll das heißen. Die einzelnen Komponenten und Abschnitte der Animation hervorheben. Und damit nicht genug, es gibt mittlerweile Maschinen mit einem noch komplexeren Soundset. Wir zeigen sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber jetzt kehren wir zur Gießerei zurück. Ich glaube, von der Gießerei her, da kennen wir, glaube ich, noch gar keine Sounds, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Funktionierende Klangvisualisierung auf der rechten Seite. Größere Kästchen stellen den Hauptklang dar. Kleinere Kästchen stellen einzelne Klangakzente dar. Okay, ich drücke mal drauf. Oh, ja. Dreht sich, ne? Also man hört auch hier, wenn das hier quasi eingeschmolzen wird. Also es ist wirklich sehr, sehr schön synchron. Okay. Sprich, das sieht man ja hier jetzt nochmal. Das finde ich sehr, sehr cool. Es macht es halt einfach noch stimmiger, weil es halt passt. Und wenn das, je nachdem, wenn das wirklich von der Animation abhängt und man hat zum Beispiel einen Mod, der diese Fabrik vielleicht beeinflusst und je nach Crafting Time das Ganze auch vielleicht langsamer oder schneller läuft, dann muss halt auch der Sound entsprechend langsamer oder schneller sein. Der Versuch, den Ton einer Maschine zu beschleunigen oder zu verlangsamen, um sie an die Animationsgeschwindigkeit anzupassen, Module, Beacons, niedrige Leistung, stimmt ja, Module und sowas, funktioniert nicht sehr gut, insbesondere die Verlangsamung. Deshalb wird es in 1.1 selten verwendet und wir beschleunigen nur die Geräusche. Zum Beispiel funktioniert der Dampfmaschinen-Sound so, durch die direkte Verknüpfung vieler kürzerer Sounds mit bestimmten Animationsbildern wird dieses Problem jedoch auf natürliche Weise gelöst. Dann war hier links eine schnelle Gießerei und rechts eine sehr langsame Gießerei. Oh ja. Ja, aber man merkt, also es passt mega gut. Ich finde den Sound cool. Ich finde den Sound sehr, sehr cool. Und jetzt quasi das Gegenteil. Gut. So langsame Maschinen will man natürlich nicht haben. Aber es klingt halt immer noch vom Sound her klingt's gut. Aber jetzt sieht die Animation natürlich aus, als würde das Spiel ruckeln von dem her. Aber das ist ja nur ein Demonstrationszweck. Mehrere Hauptarbeitsgeräusche. Da wir jetzt mehrere Sounds für eine Maschine in Form von Soundakzenten haben, können wir dann etwas Interessantes tun, indem wir auch mehrere Hauptsounds haben. Wie sich herausstellte, ja. Wenn wir es mit einigen anderen Tricks von uns kombinieren, hauptsächlich Aktivitätsanpassungen, die Fähigkeit, die Lautstärke oder Wiedergabegeschwindigkeit eines Tons an die Aktivitätsrate der Maschine anzupassen. Die Aktivitätsrate ist die Art und Weise, wie eine Maschine meldet, wie schnell sie tut, was auch immer sie tut. Sie könnte so einfach sein, dass sie 1-0 meldet, wenn sie arbeitet und 0-0 ansonsten, also wenn sie nicht arbeitet. Es können sich um die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs handeln oder um etwas Kreativeres. Schauen wir uns ein Beispiel für Fahrzeuge an, um zu sehen, was wir in 2-0 damit machen können. In 1-1 hat ein Auto einen Hauptsound, der schneller abgespielt wird, je schneller das Auto fährt. Das ist brauchbar, aber wir können es besser machen. Lassen Sie uns zwei Geräusche verwenden.
Leerlaufgeräusche und Fahrgeräusche. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Lautstärke des Leerlaufgeräuschs schnell ab, bis es völlig verstummt, während gleichzeitig die Lautstärke des Fahrgeräuschs von Stille auf maximale Lautstärke ansteigt. Irgendwann beginnt auch die Tonhöhe des Fahrgeräusches anzusteigen, allerdings ist die Tonhöhe so skaliert, dass sie nicht zu hoch wird. Der Panzer erhielt die gleiche Behandlung, zusammen mit einem separaten Sound für seine Ketten. So, jetzt haben wir hier unseren Jeep. Kennen wir ja. Ah, ja, ja, man hört's. Das ist die Höhe, genau, jetzt wird es ein bisschen leiser auch. Und die Höhe geht runter, bis hin zu... Schöner Übergang. Oh, der Panzer. Hm. Das schöne Quietschen der Ketten. Panzersounds sind schon immer cool gewesen. Auch den Baum wegmachen. Dieses Terrain entspricht auch ein bisschen anders. Und Stopp. Oder gleich Stopp. Ja, dieser Übergang von dem einen Sound zum anderen, dadurch, dass sie die halt einfach einen leiser und den anderen lauter machen, das ist eine sehr, sehr coole Idee, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, anstatt einfach nur Sound aus und anzumachen. Gefällt mir sehr. Und natürlich können die Züge nicht zurückgelassen werden, dazu gehören unterschiedliche Geräusche, wenn der Zug auf Hochschienen fährt. Oh, andere Sounds auf Hochschienen, okay. Oh. Wie so auf den Achterbahn. Da haben sie zu viel Achterbahn gemacht, hä? Boah. Ach, ich könnte hier stundenlang zugucken, gell? Also, stundenlang könnte ich zugucken. Es fehlt nur noch die Hupe, ne? Liebes Factorio, wir müssen immer noch den Honk-Sound verwenden. Was soll das? Zusätzliche Maschinengeräusche. Haben Sie unterschiedliche Geräusche bemerkt? Wenn das Auto über verschiedene Kacheln oder Ressourcen fuhr oder die Geräusche, die die Türen von Güterwaggons in den vorigen Videos macht, da sie als Arbeitsgeräusche nicht funktionieren, war ein anderer Ansatz erforderlich. Wir können dem Update die Identität eine spezielle Logik hinzufügen, um zusätzliche Sounds zu verarbeiten, und das haben wir in der Vergangenheit für einige Dinge getan. Zum Beispiel hatte der Artillerieturm seine Rotationssound in der Update-Logik. Dies ist nur in Ordnung, solange die Anzahl Identitäten mit zusätzlicher Soundlogik sehr gering ist. Wird aber ineffizient und verschwenderisch, wenn sie versuchen, Sounds zur Entität hinzuzufügen, von denen es viele gibt, wie Bergbaubohrer oder und Roboter. Wir wollen es wirklich, als wurde ein neues System mit kreativem Namen Additional Sounds geboren. Eine Reihe alter und neuer Identitäten nutzen bereits die Vorteile dieses Systems. Schauen wir uns eine davon an, den großen Bergbaubohrer. Das letzte Mal, als er gezeigt wurde, hatte er nur Platzhaltergeräusche. Oh, das heißt, das kennen wir noch gar nicht. Aber das ist halt... Oh, hört ihr das, wenn die Räder hier sich bewegen? Tak, 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 tak. Er fährt runter. Tak, 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 tak. Oh, es ist ein saugeiles Geräusch. Ihr habt den Bohrsound. Ihr habt den Sound, wenn er auf die Ketten fährt. Und ihr habt den Sound, wenn er mit dem Bohrkopf wieder hochgeht. Eine sehr, sehr stimmische. Sehr, sehr cool. Definitiv. Also, klingt schon geil. Umgebungsgeräusche. Wir hatten viele Ideen für 1.0, die wir damals nicht umsetzen konnten. Eine davon war ein immersives Umgebungssystem und nicht nur ein einziges Windgeräusch. Ja, stimmt, wir haben immer Windgeräusche und halt die Hintergrundmusik noch. Ich habe ein Windsystem entwickelt, das beim Heranzoomen eine andere Windspur abspielt. Eine recht einfache, dann eine interessantere und wenn man herauszoomt, mit einer Überblendung zwischen den beiden. Daraus entwickelt sich die Idee, eine semi-persistente Atmosphäre zu schaffen. Zum Beispiel kann man auf Vulkanus das Rauschen entferner Vulkane in geringer Lautstärke und mit Pausen unterschiedlicher Länge hören. Aber wie wäre es mit einem Hinzufügen spezifischer Umgebungsgeräusche, basiert auf dem Standort des Spielers? Hiervor könnten wir nicht den in der Spieleindustrie üblichen Ansatz von Ambient-Triggerboxen oder vorgezeichneten Regionen verwenden, da unsere Karte generiert und nicht handgefertigt sind. Deshalb kamen wir auf die Idee, Kacheln und Identitäten basierend auf einer bestimmten Bedingung Sounds hinzuzufügen. Nachdem wir diese Technologie installiert hatten, fing ich an, Geräusche hinzuzufügen, wie zum Beispiel ein sanftes Plätschern des Wassers in Gewässern und das Rascheln von Blättern in Bäumen.
Dann wurde mir klar, dass wir unsichtbare Kreaturen haben könnten, zum Beispiel kleine, nicht feindselige außerirdische Vögel in den Bäumen, die nur spielen, wenn sich der Spieler in einem bestimmten Umkreis von Bäumen befindet, deren Anzahl über einem bestimmten Schwellwert liegt. Zwischen jedem Ton gibt es auch eine zufällige Pause. Wenn wir diese Idee weiterführen, können wir festlegen, ob die Wiedergabe entsprechend der Tageszeit oder der Zoomstufe der Kamera erfolgt. Wenn Sie das nächste Mal bei einem Wald in Brand stecken, denken Sie daran, dass es sich möglicherweise um ein Zuhause von jemandem handelt. Oh, das ist jetzt so fies, wenn man bedenkt, wie schnell doch so ein Baum auf einmal anfängt zu brennen, ne? Ist auch dann die Frage, inwiefern die Umweltverschmutzung dann hier Einflüsse hat, wenn halt dann echt ein, man kennt es ja, ganz, ganz krasse Umweltverschmutzung und dann der Baum verliert seine Blätter etc. Hauen die Tiere ab? Sterben sie? We don't know. Ja, so ein bisschen Geräusch. Raschel. Kein Zwitschern bisher. Oh. Oh, aber was anderes. Das ist cool. Finde ich sehr, sehr cool. Wir hören es uns ganz an, weil man... Ah, wie so ein kleiner Greifvogel. Außerirdischer Greifvogel. Ein bisschen Gezwitscher haben wir auch. Es wird dunkel. Okay, da hat jemand ein Telefon. Ein altes. Nein, Spaß beiseite. Finde ich sehr, sehr cool. Natürlich die Frage, das muss man dann alles mal richtig schön in dem Spiel auch dann mal zusammen sehen. Also, es wäre mal cool, wenn irgendwie mal so ein 2-3-minütiges Video kommt, wo man einfach so ein paar Sachen kombiniert und dann einfach mal, keine Ahnung. Ja, im Endeffekt, wir warten natürlich alle sehnsüchtig auf so einen Trailer. Ich meine, wer den einen oder anderen alten Trailer von Factorio kennt, der weiß ja, der war damals schon extrem cool mit der Hintergrundmusik und den ganzen drumherum und oh, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn da mal ein Trailer endlich kommen würde, aber klar, wir sind noch am Anfang, ja, Februar, hallo, wir haben noch Monate, apropos, ne, wenn ihr wieder fragen solltet, ja, hier geht's um einen Add-on, weil die Frage so häufig kommt und ja, das Add-on kommt wahrscheinlich Ende des Jahres. Danke für die Aufmerksamkeit. Artikelgeräusche. Als wir 1.0 veröffentlichten, erzählte mir Kovarex, dass es sein Wunsch sei, gegenstandsspezifische Inventarsounds im Spiel zu haben. Damals hatten wir nur einen Sound zum Bewegen von Gegenständen und der war in Ordnung. Aber vielleicht etwas langweilig und er gab einen kein besonderes Feedback. Er erklärte, dass sie ein bisschen wie die Geräusche beim Verbinden und Trennen von Kabeln sein müsste und das half mir zu verstehen, was er meinte. Durch Versuch und Irrtum habe ich herausgefunden, welche Geräusche kopiert werden könnten, zum Beispiel kleine und große Metallgegenstände und welche einzigartig sein müssten. Einige erforderten mehr Wiederholungen als andere, da es manchmal schwierig war herauszufinden, wie der Sound aussehen soll. Denn wie klingt ein Speed-Modul? In diesem speziellen Fall habe ich schließlich einen Synthesizer-Sound verwendet, da dieser abstrakt sein musste. Okay, wir hören jetzt Items. Okay. Aha, Fließband. Die Kisten. Ah, der Greifer, der stand schon. Oh. Aha. Okay, okay. Gut, ja, ist nett, ne? Also, Individualität macht's aus, ne? Sag ich mal. Also, habe ich nichts dagegen? Ich komme aber auch mit dem Alten klar, logischerweise. Erweiterte Lautstärkeregelung. Es wurde erwähnt, dass die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen besser gesteuert werden kann. Als das fertig war, begann allen zu fragen, ob es auch für andere Sounds verwendet werden könnte. Ich sah keinen Grund, warum nicht. Also habe ich all diese Parameter genommen und sie in den erweiterten Lautstärke-Regelungseigenschaften zusammengefasst. Sie ließen uns ein paar nette Dinge zu. Die Dämpfung mit der Entfernung kann von der standardmäßigen linearen zu einer natürlichen klingenden Expansion in Kurve geändert werden. Es gibt auch die Option logarithmisch, kosinusförmig oder S-Kurve oder gar keine Dämpfung, wenn Sie etwas anderes machen möchten. Auf ähnliche Weise können wir ändern, wie der Ton mit der Zoom-Stufe gedämpft wird. Es ist möglich, einen Dunkelheitsschwellwert festzulegen, damit bestimmte Töne nur nachts abgespielt werden. Das letzte Werkzeug in diesem Toolbox sind dynamische Klangmodifikatoren. Dadurch können wir die Lautstärke eines Tons nur für einen bestimmten Spielkontext ändern.
Es kann dynamische Lautstärkenmodifikatoren geben, die nur in der Menüsimulation oder in Tipps und Tricks beim Fahren eines Fahrzeugs oder wenn ein Zug auf erhöhter Schiene fährt, angewendet werden kann. Klangaggregationen. In bestimmten Situationen kann es sein, dass wir Geräusche vielleicht gleichzeitig abgespielt werden müssen. Gefechte mit vielen Beißern sind ein typisches Szenario. Beißer und angreifende Geschütztürme erzeugen viel Lärm. Na, das stimmt wohl. Wenn es keine feste Grenze für die Anzahl der gleichzeitig abgespielten Sounds gäbe, könnte es schnell zu einer Lärmwand kommen. Soundaggregation ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wenn ein Sound viele Male abgespielt wird, können Instanzen davon, die einen bestimmten Grenzwert überschreiten, aussortiert und in ihrer Lautstärke reduziert werden. Dieses System ist bereits in 1.1 verfügbar, kann jedoch noch für Handvoll Sounds in bestimmten Szenarien verwendet werden. Mit 2.0 wurde das System erheblich verbessert, um für die meisten Sounds nutzbar zu sein, und es wurde mehr Kontrolle darüber hinzugefügt, welche Sounds angepasst werden. Mit dieser Änderung ist die Geräuschkulisse dieser problematischen Szenarien nun unter Kontrolle. Schade, dass sie jetzt kein Video reingepackt haben mit den Aliens. Das wäre jetzt noch richtig cool gewesen. So eine angreifende Welle, die auf die Basis geht, und dann habe ich Flammenwerfertürme, MG-Türme, Lasertürme. Da hätten wir dann sehr, sehr viel Geräuschkulissen. Vielleicht kommt es ja wann anders noch. Die Tonpriorität. Das Problem zu vielen Sounds hängt damit zusammen, dass manchmal nicht genügend Ressourcen für wichtigere Sounds übrig bleiben. Zum Beispiel GUI-Effekte oder bestimmte Spieler-Aktionen. Die öffentliche Lösung besteht darin, ein Prioritätssystem für Sounds einzuführen, und genau das haben wir getan. Zum Auftakt wurden viele Spieleraktionen wie das Bauen einer höheren Priorität eingeräumt und mehrere beißende Geräusche eine geringere Priorität eingeräumt. Ein Test-Suite. Wir mögen Tests hier. Kurz nachdem ich begonnen hatte, an verschiedenen Sound-Themes und Funktionieren zu arbeiten, begann ich auch mit dem Aufbau unserer Audio-Test-Suite. Beginnen Sie mit der Einstellung eines einfachen Frameworks, um zumindest grundlegende Audiofunktionen testen zu können. Zum Beispiel, um zu überprüfen, ob ein Ton abgespielt wird, wenn er abgespielt werden soll. Die Suite wuchs im Laufe der Zeit und deckte bestimmte Funktionen und Korrekturen für verschiedene Fehler sowie brandneue Funktionen und Korrekturen für brandneue Fehler ab. Eine solche Test-Suite hat sich bei der Neugestaltung oder Erweiterung verschiedener Teile des Audiosystems als äußerst hilfreich erwiesen und ist sehr hilfreich, um sicherzustellen, dass sich diese lästigen Fehler nicht wieder einschleichen. Ja, Tests, automatisierte Tests, ich sag's immer wieder. A und O, es ist manchmal schwer. Man braucht halt eine super Architektur, damit man auch wirklich versuchen kann, alles zu testen. Und es gibt nichts Schöneres, wie du änderst irgendwo ein Stück Code und dein Test sagt, hey, da stimmt was nicht. Und du weißt, okay, da stimmt was nicht. Du musst mal nachgucken. Ansonsten wäre es dir vielleicht nie aufgefallen, du hättest es released und irgendein User da draußen hätte einen Bug reported. Musik. Ich bin mir sicher, dass Sie alle etwas über die neue Musik in Factorio's Space Edge hören möchten, aber das heben wir uns für eine zukünftige FFF auf. Bleiben Sie dran. Schade. Sie hätten wenigstens einen kleinen wenigen, und nur 10 Sekunden vielleicht. All diese neuen oder verbesserten Funktionen mit Ausnahme der benutzerdefinierten Logik zusätzlicher Sounds sind in Prototypen verfügbar. Modder können sie auf die gleiche Weise nutzen, wie wir intern. Bringen Sie Ihre Gedanken wie immer an den gewohnten Ort zum Ausdruck, wie im Forum, Reddit oder ihr könnt auch die E-Mail abonnieren. Oder auch ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hier auf dem Kanal. Oder ein Follow in Twitch, wenn ihr mich mal live sehen wollt. In diesem Sinne, ich drücke das Raketchen. Dankeschön fürs Dabeisein. Dankeschön nach wie vor für euer Interesse. Ich finde es wieder eine nette kleine Geste von den Entwicklern, hier mal wieder ein schönes FFF rausgehauen zu haben. Es sind Sounds, auch wichtig. Sie bringen eine schöne Atmosphäre rein. Ich finde es cool, was ich da so gehört habe bisher. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen wie, habt noch einen schönen Freitag, habt noch ein schönes Wochenende und vor allem bis zum nächsten Mal. Danke für euer Interesse. Bye, bye.